Das ist ganz schlecht, einfach aus dem Grund, weil wir jetzt circa 3 Milliarden, was wahrscheinlich keine Übertreibung, mal auf diese Kack-Dinger hier klicken können. So, und da sind wir auch zurück bei Tropico Nummer 5 und ja, mit dem lieben Rodax wie immer. Und wir machen hier eine wunderschöne Inselparadies für unsere Einwohner, für unsere Tropikaner. Ja, und ich habe jetzt auch wieder die andere Maus aktiviert. Ich habe hier neu Akku reingemacht. Ja, passt so. Gut. Wo war ich gerade? Ich wollte eigentlich gucken, dass die ganzen Maisplantagen hier ein bisschen effizienter arbeiten. Die haben ja gerade irgendeine Effizienz von gerade mal 100, weil minus 201 Arbeiter ist. Ja, das ist natürlich ein Traum. Ein Dream ist das. Das heißt, wir bauen hier noch ein paar Maisplantagen für unsere Maisproduktion. Schneller Bau. Schneller Bau. Hier machen wir noch selektive Züchtung. Und warum habe ich wieder so wenig Strom, Alter? Wie viele von diesen Kackkraftwerken muss ich noch bauen? Was haben wir hier? Inforaster Strom. Boah, jetzt gleich mal 3 Stück hin. Alle gleich mal schnell. Ich habe ja eh zurzeit Geld, Geld, Geld. Genug. So, Effizienz. Effizienz. Und noch mehr Effizienz. So, und inzwischen habe ich hier irgendwo eine Bing gehört. Hören Sie mal her, alter Freund. Ja, die Mission kennen wir natürlich Alter schon. Freund, die religiöse Mehr religiös auf der Kirche sind eh so 1600 Stück mittlerweile. So, und jetzt sollten wir auch das mit diesen kapillare Bewässerung machen können. Ist eh nichts, die Effizienz minus Lage. Naja, 5, das ist nicht viel. Gut. Dann haben wir hier noch eine Pharma GmbH. Wir haben die Chance, den Ausgang der nächsten Wahlen zu beeinflussen. Alles easy, Benultimo. Alles easy mit Z. Gut. Multiplex-Kino, das haben wir da noch nicht verbessert, glaube ich. Multiplex-Kino, Familienurlauber. Erhöht die Das Geburtenrate für uns. Wahlergebnis ist da. Lassen Sie mich Ihnen als Erster gratulieren, Präsident. Läuft. Ich wollte mir das hier gerade durchlesen. Was hier über eine Verbesserung ist. Erhöht die Geburtenrate auf 5, maximal 5. Alter. Ich werde da vielleicht noch 2 von diesen Multiplex-Kinos bauen. Einfach aufgrund unserer Geburtenrate, die wir natürlich steil bergauf treiben wollen. Kommt hier wunderschöne 2 Multiplex-Kinos nebeneinander hin. Die bauen wir auch mal gleich so. So, dann haben wir hier auch einen Bonus von 20% mit diesen romantischen Komödien. Das finde ich übrigens immer ganz lustig, solche Sachen. Die wieder Komödien zeigen, dass einfach mal die Geburtenrate raufgeht. Das ist immer ganz lustig. Nein, das war auch Gott, diese Straße gerade. Stopp, stopp. Alter, stopp, ich will keine. Ich will das hier abreißen, weil es hässlich ist. So, dann kommt hier eine neue Straße hin. Neue Straße, neues Glück. Alter, kann das bitte gerade sein? Dankeschön. Gut, hier bei der Polizei ist auch ziemlich. Wie sieht's mit der Sicherheit aus? Wollte ich gerade mal gucken. Boah, hier ist ganz, ganz schlimm. Gut, wenn ich ehrlich bin, wundert mich nicht. Wundert mich gar nicht. Tja, wo bauen wir dann hier am besten eine Polizeiwache hin? Ich würde sagen, hier und am besten gleich 2. Denn die brauchen wir eh nicht unbedingt. Dann kommt hier lieber so ein Dingens hier hin. Sowas und das sowas. Zack und zack und zack und zack. So da. So, hier kommen wir mal über diese Dollarzeichen hin oder was auch immer das ist. Und das gefällt mir wieder mal. Oder nee, wisst ihr was? Ich mache das jetzt mal asymmetrisch. Ich mache jetzt hier Dollarzeichen und hier eine Pflanze. Juhu. Gut, hier oben ist immer noch ganz schlimm. Ja, je mehr Leute auf einem Platz wohnen, desto schlimmer ist das. Ihr kennt das wahrscheinlich aus den Großstädten. In so kleinen Dörfern hat man nie die gleiche Kriminalität wie irgendwie in Mexico City oder so. So, dann bauen wir hier noch ein paar Polizeiwachen aus. Gut. So, hier wird hoffentlich alles abgeholt. Und hier würden so Recyclinganlagen sich noch ganz gut machen. Einfach weil die dann die Effizienz noch von den Transportbüros ein bisschen pushen. Hier passt noch eine hin, die bauen wir auch mal gleich. So, weil dann
wie gesagt, die pusht jetzt hier noch ein bisschen die Effizienz von diesen Transportbüros. Das hat jetzt hier 50 Budget und es sollte auch ein bisschen was jetzt von dieser Recyclinganlage da mitbekommen. Jo, auf jeden Fall mit dem Importen und Exporten läuft's gerade. Gut, ich habe wieder neben Bing gehört, wahrscheinlich ist der Babs wieder da. Kamerad Präsidente, beim Marschieren im glorreichen Marsch der Revolution zertrat ich versehentlich eine kleine Ameise. Daraufhin Wunderschön. musste ich lange über unseren ökologischen Fußabdruck nachdenken. Ja, der ökologische Fußabdruck in dein Gesicht, wenn du so weiter guckst. So. Unsere Bemühungen konnten den Papst nicht beeindrucken. Wir werden ein Okay. Familienmitglied Langsam habe ich die entsenden. Schnauze voll von diesem. Kennen wir alle schon, Lord Oakthwerf. Wir entsenden ein Familienmitglied, dann entführen wir den Papst, dann fragt uns der, ob wir noch ganz richtig im Kopf sind. Und ich werde hier gleich mal die Textilfabriken abreißen, denn hier arbeitet kein Schwein. Echt, ich werde das jetzt gleich hier lassen. Die Effizienz von dem Ding oder das Ding muss schon so viel Minus gemacht haben. Sada. Gut, hier wollte ich dann noch ein paar so andere Sachen bauen, wie zum Beispiel, wo haben wir denn das? Hier sollte das normalerweise sein. Ja, hier. Eine Zigarrenfabrik. Die kommt dann auf der anderen Seite von diesem Grüngürtel hin. Ja, so hätte ich das gerne. Nein, was war da? Ja. Vielleicht lasse ich den Bogen da mal ganz einfach. Nee, den lasse ich nicht. Das sieht sofort hässlich aus. Alles muss ja wunderschön, symmetrisch und gerade sein. Nee, das gar nicht, aber ich finde, das ist einfach einfacher mit diesem so einem Rasterbau, das Ganze hier zu machen, als ja, irgendwie anders halt. So, Alter, das wollte ich. Hier vorne kommen dann mal zwei dieser Dinger wieder hin. Und hier brauche ich dann mal ein paar von diesen Zigarrenfabriken, die waren hier. Rumdestille können wir aufbauen. So, die bauen wir vielleicht gleich vier Stück so auf einmal. Gleich mal wieder übertreiben. Ah, das kennt man ja nicht von mir. Also übertrieben. Vor allem jetzt gerade, da ich so viel Kohle habe, lieber Tropico. Schmuck, Fahrzeugfabrik, eine Schoko aus Kakao und Zucker. Das heißt, Kakao, Zucker und Tabak brauchen wir hier. Das heißt, hier bauen wir eine Schokoladenfabrik. Vielleicht auch gleich mehrere. So, da. Warte, ich ziehe das mal noch in die Richtung. Das hier auch noch ein bisschen in die Richtung. Und hier dahinter, hier kommen dann die ganzen Hydrokulturen wieder hin. Und zwar haben wir gesagt, wir brauchen Tabak. 1, 2, 3, 4. Für jede Fabrik mal eins. Dann brauchen wir Zucker. Das können wir vielleicht gleich hier so mal nebenhin setzen. 1, 2. Und wir brauchen Kakao. Das ist hier überall eigentlich. Naja. Das ist hier überall nicht wirklich vorteilhaft. Ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze hier dann entwickelt. So, hier noch eine Straße, eine schöne. So, und wieder mal wird hier krass erweitert unser Tropico. So, und ich baue mal hier alles schnell. Das hat ganz einfach den Grund, weil sonst die Dinger nicht mitkommen. Die Fabriken da vorne werden nämlich zuerst gebaut. So, gleich mal hier zack, zack. Und zack, zack. Und zack, zack. Und zack, zack. Und zack, zack. Boah, ich kann ja nicht mehr und zack, zack sagen. Haben wir. Gut, das haben wir auch geschafft. Und das haben wir hier. Kaufe ich bei Tabak jetzt das eigentlich mit dem Boden gemacht? Hunderttausend Heulen! Nee, stopp, ich wollte wissen, ob ich das mit dem Tabak gemacht habe. Shit, die Bodenqualität nimmt im Laufe der Zeit ab. Nein, warum tue ich das? Warum tue ich das? Abreißen, abreißen, abreißen und abreißen. Liebe Leute, hier sehen wir eine wunderschöne Geldverschwendung.
Denn das war Kacke, was ich hier gebaut habe. Das war alles Scheiße. Kann man nichts machen. Nee. So, ich will nur, dass das hier alles weg ist. Und irgendwie sind meine FPS gerade auf 27 gedroppt. Was ist denn da los? Ich habe mal so fett runter von 60 auf 27 läuft. Wahrscheinlich, weil hier schon so viel Zeug rumsteht. So, jetzt aber. So, nochmal mache ich den Fehler nicht. So, und jetzt Verbesserung nur das hier. Genauso wie hier, nur das hier. Und hier, genauso nur das hier. Und hier haben wir vergessen, einen schönen Bau zu machen. Und hier auch nur das hier. Weil was mit der Bodenqualität nimmt im Laufe der Zeit ab, das ist nicht gut. Schokoladenfabrik, zentrale Klimaanlage, zusätzliche der... aus Milch und Kakao. Fabrik verbraucht 20 weniger Rohstoffe, verursacht jedoch Umweltverschmutzung. Naja. Wir werden hier einfach ein paar Recyclinganlagen hinbauen. Vielleicht gleich mal so drei Stück hintereinander. Dann sieht das mit der Umweltverschmutzung schon wieder ganz anders aus. Außerdem sind wir hier im Industrieviertel. Oder nicht, stopp. Ende. Kurz nochmal stopp. Das dürfen wir nicht machen. Ich weiß, ich baue gerade ziemlich viel Kacke. Aber was soll ich machen? Ist halt gerade so. Denn die Umweltverschmutzung, die führt ja wiederum dazu, dass die ganzen Plantagen da hinten ineffizienter arbeiten, was wir auch nicht wollen. So, die war ja schon fertig. Das stellen wir natürlich gleich nach. Das machen wir, das machen wir. So, Ende. So, hier machen wir mal ein paar Gastarbeiter. Keine Ahnung, warum da keiner arbeiten will bei Kakao. Und dann brauchen wir noch ein paar Transportbüros, wie ich hier gerade sehe. Hier eines, da eines. Baute schneller und baute schneller. Vielleicht geht sogar eines noch hier hin. Entweder weil ich hier gerade so schön am Übertreiben bin, da geht gleich noch eins hin. Wie sieht es eigentlich jetzt mit der Umweltverschmutzung hier aus? Hier überall eigentlich so weit so gut. Selbst in Industriegegenden haben wir eigentlich einen grünen Raster, was mich irgendwie ein bisschen stolz macht. Gut, hier können wir das auch machen, bis auf das mit dem Umweltverschmutzungsdingens da. Fließband, ja. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Alter, baut hier mal ein bisschen schneller. Liebe Leute. Sieht sie mit der Effizienz aus? 80, also das ist nicht schlecht. Präsident, es ist so heiß draußen, dass ich gesehen habe, wie sich zwei Palmen um einen Hund stritten. Das ist ganz schlecht, einfach aus dem Grund, weil wir jetzt ca. 3 Milliarden, was wahrscheinlich keine Übertreibung, mal auf diese Kack-Dinger hier klicken können. Damit ihr diese blöde Türe weggeht. Warum muss das so vieles sein? Das gibt's ja gar nicht. Warum, mein lieber El Presidente? Alter, das, ich wohne hier am Meer. Die haben hier einen Grundwasserspiegel von null wahrscheinlich. Wenn hier einmal eine Welle kommt, die nimmt hier gleich alles mit. Und was ist los mit denen? Alter, hier, da, zack, zack, wenn wir schon dabei sind. Hier Wasser zur Verfügung stellen, dasselbe hier, das gleiche da, wiederum hier, dasselbe da, das machen wir auch mit Wasser voll. Gastarbeiter brauchen wir hier wieder mal zwei Stück. Wir haben zwei Rufzeichen, ist mir gar nicht aufgefallen. Warum kann man nicht einfach sagen, allen Wasser zur Verfügung stellen? Das wird so fehlen einfach nur in dem Spiel. So, hier brauchen wir auch ein paar Leute, kann nicht schaden. Boah, diese Dürreperioden, ich sag's euch, die würden nämlich gar nichts machen, die Plantagen dann. Und dann bricht, glaube ich, echt unsere Industrie vollkommen zusammen. Dann ist Ende Gelände mit der Tropico. Mann, wie viel das sind. Ich sollte nicht so viele Kackplantagen und Hydrokulturen bauen. Ja, man lernt ja nicht draus. Man übertreibt ja immer weiter und weiter und weiter. Gut, was ist jetzt endlich? Was haben wir da? Mais. Das reißen wir gleich ab. Was haben wir hier? Mais reißen wir auch ab.
So. Jetzt sollte das Ganze wieder funktionieren. So halbwegs zumindest. Und hier haben wir eine Hafenanlage, die packt schon ziemlich viel. Und möglicherweise baue ich hier mal ganz easy auch eine ran. Wie gesagt, das schadet ja eigentlich nie, so Hafendinger. Das kann gar nicht schaden. Einfach, dann kommen mehr Schiffe ran, dann haben wir mehr Export und so weiter und so fort. Das Einzige, was ich hier mache, die werde ich jetzt einfach mal planieren. Die gefällt mir nämlich absolut gar nicht. Das ist die hässlichste, die ich kenne. Hier, fahr woanders hin, du Kackschiff. Boah. Hast du gerade ein Lag oder was? Was war das hier gerade? Das ist die, haben die keinen Mais produziert? Je nach Kopf. Gebäude produziert nicht sehr, aber warum nicht? Hat das kein Mais? Präsidente, mit Hilfe meiner patentierten Regentanztechnik konnte ich die Dürre in die Knie zwingen. Und es hat nur 5 Monate gedauert. Das hast du gut gemacht, Benultimo. Gut, gut.